Als ich in Deutschland studierte, fiel es mir nicht sehr schwer, mich in die fremde Kultur einzugewöhnen. An einem Ort jedoch fühlte ich mich immer sehr alleine und sehr französisch. An der Salatbar in der Mensa. Mit dem Salat selber hatte ich kein Problem. Mein Problem war das Dressing. Die einzige Salatsauce, die für mich in Frage kommt, gab es nämlich nicht. Die Vinaigrette. Stattdessen kam ich in den Genuss einer weißen, cremigen Masse aus Joghurt, der manchmal Mayonnaise, Kräuter und Honig beigemischt waren. Ich fand das ziemlich ungenießbar und habe mich nie daran gewöhnen können. Denn in Frankreich spaßt man nicht mit der Vinaigrette. Schon im renommierten Wörterbuch der Académie Française aus dem Jahre 1694 wird sie erwähnt, sogar mit Rezept. Es ist eine 8 kalte Soße aus Essig, Öl, Salz, Pfeffer, Petersilie und Schnittlauch. Dieselben Zutaten wie heute. Die Vinaigrette ist ein so fester Bestandteil der französischen Kultur, dass sie auch im Ausland French Dressing heißt. Ihr Siegeszug begann im 19. Jahrhundert. Es heißt, ein nach London emigrierter französischer Ritter, Chevalier d'Albignac, bereitete eine Vinaigrette zu, die so großen Erfolg hatte, dass er bald überall als Fashionable Salad Maker bekannt war. Wörtlich als trendiger Salatzubereiter. Damals war es der letzte Schrei, den Ritter zu Hause zu empfangen, um sich ein French Dressing mixen zu lassen. Der Ritter probierte nach Herzenslust Rezepte aus Öl, Essig und sogar Eigelb und Ketchup aus. Vielleicht gehört deshalb in das French Dressing in den USA Ketchup. Fast hätte ich das Wichtigste vergessen. Mein Vinaigrette-Rezept. Das hat mir meine Großmutter beigebracht. Geben Sie 3 Esslöffel Öl und einen Esslöffel Essig in eine Schüssel, dazu einen Teelöffel Senf, Salz, Pfeffer und Petersilie. Et voilà, eine französische Vinaigrette. Ganz traditionell und natürlich köstlich.